Hey, Commander, wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali, sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind sie wohl kaum hier heruntergekommen. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Finde ich schön, der visuelle Scan, also aus dem Fenster sehen, ist eine großartige Ausdrucksweise. Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar und wir sind die einzigen, die es haben. Das klingt doch grandios. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokyo. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zur Normandy natürlich. Gut, haben wir ein bisschen was... Weitermachen, Adams. Haben wir ein bisschen was über unseren Techniker erfahren und über die spezifischen Besonderheiten der Normandy. Und hier drüben haben wir Tali. Ich glaube, wir mit dem dürfen wir nicht reden. Oder der. Haben jetzt gar nicht geguckt, was es ist. Aber mit Tali, denn wir müssen noch ein bisschen was über unsere Crewmitglieder herausfinden. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbst gebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiterreisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flottille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt.
Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Captain das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Captains heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzilrepräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die 5 höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese 5 Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast 3 Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur 4-mal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Ich möchte mehr über die Geth erfahren. Ich kann Ihnen kaum mehr über die Geth erzählen, als Sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass Sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte Ihrer Herkunft. Was Sie waren, als wir Sie erschufen und wie Sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Geth wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. 1 Million gleichzeitig denkender Geth schuf eine inhärente, instabile Matrix. Die Geth unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Geth waren darauf ausgelegt, mit anderen Geth in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Dann stellen Sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar. Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die Sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist Ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Geth ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können Sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn Sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Geth treffen, können Sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Geth sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für Sie ist nur interessant, dass Sie umso klüger werden, je mehr Sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Geth seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie Sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Geth wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Geth zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Geth als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Geth sich gegen ihre Situation auflehnen würden.
Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Geth permanent zu deaktivieren. Die Geth haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Geth waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Geth noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Geth uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Ich kann kaum Mitleid mit Ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Geth überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen Sie je in Kontakt getreten sind? Sie haben Saren nicht getötet. Und was sagt uns das? Die Geth sind nicht die unschuldigen Opfer in dieser Geschichte. Sie sind der Feind. Sie wollen uns vernichten. Und nicht nur uns Quarianer, sondern alles organische Leben. Darum haben Sie sich mit Saren zusammengetan. Und darum müssen wir ihn aufhalten. Ja, die Geschichte der Quarianer und der Geth, die ist ziemlich interessant. Wie ich schon gesagt habe, ich mag die eigentlich ziemlich, weil die auch philosophische Fragen mit aufwirft. Einerseits, ist es schon Leben, wenn künstliche Intelligenz so weit vorangeschritten ist, dass sie ein eigenes Selbstverständnis entwickeln kann? Wenn sie sich selbst wahrnehmen können, zählt das dann schon als Leben? Zählt es als Leben, wenn sie sich selbst reproduzieren können, indem sie sich neu bauen, indem sie reagieren, nicht bloß reagieren, sondern agieren können auch, indem sie immer selbst sich selbst weiterentwickeln, indem sie dazulernen? Zählt das schon als Leben? Das ist eine große Frage. Es ist halt kein organisches Leben, sondern anorganisches, maschinelles Leben. Aber zählt es als Leben dann vielleicht schon? Die andere Frage ist, haben die Quarianer recht damit getan, dass sie der Rebellion vorgegriffen haben und sie bereits angegriffen haben? Das ist auch eine ganz interessante Sache. Und was hier noch nicht so richtig zur Geltung kommt, ist, dass die Geth ein ganz anderes Denken haben. Und das finde ich großartig von den Machern der Spielereihe gemacht. Die Geth, die denken völlig anders, die haben überhaupt kein Empfindungsbewusstsein, überhaupt keine Empfindung, sondern sind völlig auf Logik ausgelegt. Und das führt zu ganz kurios anmutenden Schlüssen, die sie teilweise treffen. Das werden wir aber erst dann im dritten Teil leider sehen. Oder nein, im zweiten schon. Im zweiten kommt das schon. Leider nicht hier im ersten. Denn hier dienen die Geth nur als Kanonenfutter leider. Aber im zweiten Teil wird es vertieft werden, das Ganze, und im dritten Teil dann auf die Spitze getrieben. Alles sehr interessant, und wir haben mitgekriegt, die Quarianer waren schon immer technisch sehr begabt, haben die Geth geschaffen und wurden letztendlich von ihnen, von ihrem eigenen Planeten vertrieben. Woraufhin sie eben in dieser riesigen Flotte von Raumschiffen über 300 Jahre lebten, weshalb sie ihr Immunsystem komplett verloren haben und eben in diesen Schutzanzügen nur noch diese Flotte verlassen können, wie ich das bereits schon mal erwähnt habe. Und ja, also im Prinzip hat diese Flucht den kompletten Bioorganismus komplett verändert, und das finde ich auch sehr interessant, weil das auch kein falscher Ansatz ist, dass wirklich innerhalb von 300 Jahren sich eine Rasse so verändern kann, sondern es ist von Darwin nachgewiesen worden, dass sich die Arten auf den Galapagos-Inseln innerhalb kürzester Zeit individualisiert haben aufgrund verschiedener Lebensumstände. Dass das wirklich schnell geht teilweise, dass die Arten sich verändern, einfach weil durch natürliche Auslese die
Evolution sehr schnell voranschreiten kann. Wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren, dann fliegen sie weg, sozusagen. Ist hier natürlich ein anderer Fall, weil es hier eine Degeneration eher war als eine Evolution. Aber ist trotzdem auch ziemlich interessant, finde ich. Also das ist halt wirklich, wenn man so genauer drüber nachdenkt, über die einzelnen Geschichtsverläufe der Rassen, dann sind da sehr viele, sehr schöne Ansätze drin, was mich halt wirklich diese Spielreihe lieben lässt, weil so viel tiefgründige Gedanken mit da reingesteckt wurden und man hat wirklich Liebe zur Detailarbeit da geleistet. Das finde ich großartig. So, aber wollen wir noch hier wegen der Pilgerreise fragen, damit wir dann das Gespräch mit Tali beenden können? Ich möchte mehr über ihre Pilgerreise erfahren. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Captain des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Captain ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Captains sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Captain auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich finde es unverantwortlich, dass sie alleine gehen mussten. Wir werden nicht einfach herausgeworfen. Man bringt uns bei, wie wir außerhalb der Flottille überleben können und gibt uns hilfreiche Geschenke mit auf den Weg. Wir erhalten auch wertvolle Implantate gegen Krankheiten. Weil wir seit Generationen in einer isolierten und vollständig kontrollierten Umgebung leben, haben wir ein besonders schwaches Immunsystem. Wenn wir die Flotte verlassen, sind wir gut auf die Pilgerreise vorbereitet. Diese Sache stellt einen Übergangsritus für alle Quarianer dar. Wenn es gefährlich wäre, würden wir unsere Bevölkerungszahl schwächen. Fast alle Pilgerreisen enden mit einer triumphalen Heimkehr und einer Feierlichkeit zur Präsentation des Geschenks an den jeweiligen Flottenkapitän. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Gut, wir haben alles besprochen mit Tali. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Und haben Sie und die quarianische Kultur und Geschichte ein bisschen kennengelernt. Das ist wirklich sehr interessant alles. Und auch, wenn wir noch bedenken, wir haben in unserem, wenn wir hier nochmal schauen, in unserem Kodex haben wir unglaublich viele Sachen, die man sich auch noch durchlesen kann an Hintergrundinformationen. Wir haben jetzt nur Gespräche geführt und auch wie lang das Gespräch mit Tali jetzt ging, wirklich, es ist unglaublich eigentlich, was hier an Hintergrundinfos mit reingesteckt wurde. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, Rex. Und damit werden wir auch was über die Krogane erfahren. Schönes Schiff haben Sie, Shepard. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Rex ist großartig. Das Gleiche haben sie mit uns auch versucht, aber wir haben sie besiegt. Das ist nicht das Gleiche. Nee, es ist nicht. Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von 1000 Babys die Geburt überlebt und auch ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Das ist die Genophage. Eins von 1000 Babys überlebt. Und das nur, um zu verhindern, dass die Kroganer sich ausbreiten, weil die Turianer sie damals als Gefahr für die Galaxis gesehen haben. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Tut mir leid, Rex, ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben.
Viele Völker haben ihr Zuhause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert, jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Warum versuchen die Kroganer nicht, ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann das. Gut, die Gespräche mit Rex, das Gespräch mit Rex ist natürlich ein bisschen kürzer, er ist eben nicht so die Quatschtante. Bis dann, Rex. Shepard. Und sie sind eben auch nicht so das gebildete Volk, die Kroganer. Wir haben es schon mitgekriegt, kroganische Wissenschaftler sind nicht so häufig anzutreffen. Ach, Ashley ist auch hier unten, siehst du mal. Das ist eben einfach so, während die Salarianer, die sind die geborenen Wissenschaftler. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die Turianer haben da eine Gefahr drin gesehen in den Kroganern. Die Salarianer sind aber diejenigen, die die Genophage hergestellt haben. Und wie gesagt, das wird alles noch in späteren Teilen weitaus mehr thematisiert werden. Und das wird dann ein ganzes Stück interessanter da. Noch das Thema, hier nur ein kleiner Ansatz dazu. Aber sprechen wir noch mit einem der Turianer. Garrus? Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist, als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Haben Sie schon mal mit einem Spectre zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Spectres machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadellsicherheit ertrinkt man in Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Leisten Sie einfach gute Arbeit und kommen Sie mir nicht in die Quere. Dann kommen wir gut miteinander aus. Keine Sorge, Commander. Ich werde Sie nicht stören. Gut, wir erfahren nichts über die Turianer, denn Garrus ist sein eigener Herr sozusagen. Also die Turianer sind auch nicht diejenigen, die irgendein tragisches Schicksal zu berichten haben. Sie sind halt mehr die Aggressoren im Laufe der Geschichte gewesen, sind auch ein relativ kriegerisches Volk, sind aber nicht wie die Kroganer ein Haufen von Kampfschweinen, sondern sie sind eben mehr militärisch organisiert und haben viele Schlachten gewonnen und auch Völker unterdrückt durchaus. Und es ist nämlich so im Laufe der menschlichen Geschichte, dass der erste feindliche Kontakt mit Alienrassen für die Menschen ein Krieg gegen die Turianer war. Nur, dass die Menschen sich eben nicht haben von denen vernichten lassen. Commander? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir.
Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Ich glaube, das Gespräch haben wir schon mal geführt, aber macht nichts. Die Geths sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht, sie geben keinen Laut von sich, sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Oh, so abweisend. Wegtreten, Chief. Sir. Aber wir werden schon noch Gelegenheit haben, mit Ashley zu sprechen und ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Auch über ihre Motive und Beweggründe und ihr Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist, das maßgeblich ihr Denken auch beeinflusst. Und ja, bleibt noch keiner von unseren Crewmitgliedern. Den sollten wir hier finden, nehme ich mal an. Genau, der ist hier am Rumwerkeln. Wer sitzt hier? Unwichtige Leute. Nun denn. Gut, sprechen wir noch mit Kaidan. Und ich hoffe, dass er diesmal ein bisschen gesprächiger ist. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als beim letzten Mal. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Okay, Kaidan ist weiterhin ziemlich verschlossen. Auch er verrät uns erstmal noch nichts über sich. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Und wir müssen dann einfach später mal versuchen, mit denen zu reden. Die Sache ist nämlich, dass nach abgeschlossenen Missionen auch die Gesprächsoptionen teilweise aktualisiert werden mit denen. Wir müssen also immer mal wieder zu den Crewmitgliedern hin, um zu schauen, ob sie nicht wieder irgendwas Neues haben, dass wir unsere Verbindungen mit ihnen vertiefen können. Ja, und damit sind wir im Prinzip an derselben Stelle wie am Anfang dieser Aufnahmesession. Wir sind wieder hier auf der Normandy, genau an dieser Stelle. Diesmal noch an der Citadel anliegend. Und beim nächsten Mal, oh, wir haben noch eine Stasiskammer, die wir untersuchen können, damit gibt es noch einen Codex-Eintrag. Und beim nächsten Mal wagen wir uns dann in die Weiten des Weltraums. Von dieser Stelle aber erstmal adieu und bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns.